stinken. Ich habe auch vorhin die ganze die Flasche ohne die Gewürze gehabt. Aber ist schon praktisch. Ja. Feuer ist frei. Stell mal den Stahl in den Haufen rein und zieh dann dran runter. Ja. Genau. Ja, viel besser. Das war gut. Ja. Du kannst auch probieren, so ein paar Späne abzuhubbeln, ohne zu entzünden und dann beim letzten Mal richtig zu ziehen. Das geht auch, ja. Ja, jetzt. Das war gut. Danke. Also das hier wird ein Kaffeekocher. Das ist eine halbierte Bierdose mit ein wenig Kienspan drin. Bin ich mal gespannt, wie das nachher brennt. Werde ich dann zu dokumentieren versuchen. Also das ist nicht meine Idee, wohlgemerkt. Nicht, dass ich mich hier mit fremden Lorbeeren schmücke. Ich hab's halt erstmal gezeigt, der hat so eine alte Mottenschale geholt, der wohnt ja in der Küste. Na, das ist auch irgendwie eine Stunde oder so gebrannt. Was sich hier jetzt gerade im Bau befindet, ist eine tolle Birkenrinde-Fackel in Deluxe-Ausführung. Also quasi so das Inferno-Modell. Ich bin gespannt. Ah! Auch noch ein Bröckelchen Harz, wenn ich das richtig identifiziere, oder? Mhm. Ja. Sehr effizient. Eigentlich überall was drin, kaum Luft. Achso, ja, vielleicht kriegt man ja Kürze lange drin, oder? Ja. Also Harz haben wir auch noch reichlich, wenn du noch wählst. Ja. Könnte man noch ein bisschen reinmachen, ne? Ich komme mal mit dem Harz. Nach Bier schmeckt. Sämtliche unserer Bierdosenexperimente sind natürlich mit gefundenen Bierdosen durchgeführt. Wir haben sowas selbstverständlich nicht dabei. Ja, keiner von uns wäre so blöd, das 8 Kilometer zu schleppen. Echt unverantwortlich, wir das hier liegen lassen. Und da wir ja toll, ganz brav sind, sammeln wir allen Müll, der hier rumliegt, jetzt ein und verwenden den auch noch sinnvoll. Ich glaube, wusste das eh nicht so gut. Also das ist jetzt der Dosen-Kienspan-Kaffeekocher. Wir sind gespannt. Der funktioniert nicht. Du müsst halt mehr Kienspan nehmen vielleicht. Ja, du brauchst was Ähnliches wie ein Dock, glaube ich. Und noch ein bisschen Harz. Ben, hast du nur so Harz? Mhm, hol ich. Ich will den Boden. Steckst du in den Boden? Einmal ein bisschen Harz. Drücke da. Also auf die Birken-Inferno-Fackel bin ich auch gespannt. Na super, da können wir die nächsten drei Tage frei mit. Frühstück mal auch noch.
Es geht los. Die Birken-Inferno-Fackel. Stöckchenfeuer. Stoppen, wie lange das brennt, oder? Müsste man fast tun. Warte, ich mach mal. Ein bisschen wie diese Schwedenfackel. Ja, genau. Ja, Schwedenfackel ist nee. Im Prinzip das so, oder? Ja, wir haben mehr eingekerbt und halt weniger reingesteckt, aber... Das war ein sehr gutes Kochfeuer. By the way, das da im Feuer wird mein Frühstück. Achso, ja. Brennt jetzt circa eine Minute plus das, was auf dieser Uhr zu sehen ist. Das ist die Österreicher. Die ist so ähnlich wie von der Amerikaner, aber nicht gleich. Das heißt, die amerikanischen Fritzburschen passen in die österreichischen Fritzburschen. Ja, der Kaffeekocher funktioniert auch. Ja, nachdem ich es überall angestützt habe. Ich kann nur gucken, dass deine Fritzen nicht wegkommen. Wo ist eigentlich Kamerad Stein? Gute Frage. Den nehmen wir wieder mit. Den musst du wieder aufmachen. Wir haben schon spekuliert, ob du ihn wieder mitnimmst. Kann sein, dass der eine Kollege schon eingepackt hat. Den wollte er nämlich behalten. Was? So, jetzt stand er auch gerade auf dem Schlauch. Das heißt, der Kinnspanner muss irgendwie strickern, bevor er gescheit funktioniert. Wäre am besten, ja. Ja, ja. Gut, also die Ehrlichkeitshalber muss man sagen, dass die Inferno-Fackel inzwischen kein besonderes Inferno mehr abgibt. Ja. Wobei da schon noch brennbares Material dran ist, aber das Feuer brennt leider von unten nach oben und nicht umgekehrt. Desinfektionsmittel geht super. Das ist universell einsetzbar. Ich habe jetzt nicht das 100%ige da. Also der Dosenkochvorgang ist inzwischen auch abgeschlossen. Hat funktioniert offensichtlich. Liegt da was rum? Da liegen die ganzen. Ah ja, genau, stimmt. Guck mal an, oder? Ein Nestle oder ein Jakobs? Schmeiß mal beide rein. Es herrscht die erste Aufbruchstimmung. Moin, moin. Ich grüße meine Fans. Besonders meine Frau. Dann die Miriam, den Gerd und die Roswitha. Wissen Sie Bescheid? Ja. Da wird auch gepackt. Die machen uns dann aber nachher noch was zu Mittag. Ordentliches Mittagessen. Und auch da hinten wird gepackt. Und da links in der Ecke auch. Eieieiei, da kommt man ja fast. Da denkt man ja fast drüber nach, ob man auch packen sollte. Fast. Das ist übrigens unsere Pilzausbeute von gestern, da ist alles dabei. Parasol, Schleimpilz, ein winzig kleiner Pfifferling, glaube ich. ja, also überwiegend Parasol und Steinpilze. Das gibt es jetzt zusammen mit den Resten vom Abendessen und Milchpulver und ein bisschen Brennnesselspinat als Risotto. Was hast du gemeint? Ja, Risotto. Risotto. Na, bin gespannt. Das ist übrigens das, was es gestern gab. Sieht jetzt nicht mehr so lecker aus, aber schmeckt schon noch ganz gut. Das ist rote Linsen mit Reis in Tomatensoße in Anführungszeichen und noch ein paar Würstchenscheiben haben wir reingeschnitten. So diese Cabanossi-Würstchen im weitesten Sinne. Ja, also wir haben eigentlich Open End theoretisch, aber da ein paar Leute weit fahren müssen, sollten wir es jetzt nicht übertreiben. Das hier ist jetzt übrigens ein vielleicht Steinpilz. Wir sind uns nicht alle hundertprozentig sicher, ob es ein Steinpilz ist und wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, kommt der weg. Hui!
Ja, ich habe gedacht, ich quatsche mal wieder noch ein bisschen in die Kamera. Wir machen uns jetzt einen entspannten Sonntagvormittag. Ich räume jetzt hier auch gleich mal meinen Tarp ab. Pack mal gemütlich meine Baumarktplane. Das Wort habe ich gesucht. Das Deutsch ist heute nicht mehr so auf der Höhe. Packe ich auch gleich nochmal zusammen, pack meinen Schlafsack ein, roll die Isomatte auf. Rucksack baue ich noch nicht zusammen, aber jetzt mal die ersten Aufräumarbeiten. Dann gibt es ja nachher noch das leckere Mittagessen. Bin ja auch gespannt, wie spät haben wir es überhaupt? Mal gucken. 10.38 Uhr. Wir haben so geplant, so ganz grob 12 Aufbruchstimmungen herstellen, 12.30 Uhr langsam runter, gemütlich nochmal über den Krabbenfelsen, da gibt es nochmal Aussicht. Dann sind wir bei den Autos und netterweise haben wir zwei Taxifahrer, in Anführungszeichen, die mit den Autos hier stehen. Einer, weil er hier direkt zum Lager gekommen ist, weil ein bisschen krank gewesen die letzten Wochen und daher jetzt nicht so ganz viel laufen wollte. Hat er da jetzt trotzdem machen müssen, weil wir gestern Abend noch jede Menge Wasser suchen waren. Das kann ich euch eigentlich auch mal gleich mal spontan erzählen. Es ist in der Karte eingezeichnet der sogenannte neue Brunnen. Den haben wir verzweifelt gesucht und partout nicht gefunden. Also wo der existieren soll, ist mir ein völliges Rätsel, wenn der überhaupt existiert. Wir haben diverse Sachen gefunden, die so aussehen, als könnten sie ein Brunnen sein. Das war aber alles ausgetrocknet. Dann hatten wir ein GPS dabei, da waren zwar diverse Quellen auch noch eingezeichnet, die wir dann auch noch angelaufen haben, aber die waren auch alle ausgetrocknet. Und dann gab es noch einen zweiten Brunnen, der ganz offiziell noch mal ein ganzes Stück weiter sein sollte. Da waren wir dann noch mal ordentlich am Rumstapfen, ich und drei Kameraden übrigens. Also nicht die ganze Gruppe und oh Jesus, nein, aber da war da natürlich auch kein Brunnen an dieser Stelle. Der sollte laut Karte wirklich definitiv direkt an der Straße sein. Wir haben die Straße im Umkreis von 20, 30 Metern mindestens abgesucht. Also beide Straßenseiten und alles und da war auch kein verdammter Brunnen. Also wo dieser scheiß Brunnen sein soll, beziehungsweise diese Brunnen, Plural, ist mir ein Rätsel. Das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten ist der Platz ja super und alles, aber vielleicht sollte man das irgendwie mal im Internet kommunizieren. Das tue ich ja gerade, dass das mit den Brunnen hier schwierig ist. Also das ist Platz Nummer 5 in der Reihe der Trekkingplätze, die es hier gibt. Äußertal heißt der. Nehmt euch Wasser von unten mit hoch oder guckt, dass ihr das sonst woher kriegt, aber verlasst euch nicht auf die Brunnen, die in der Karte angegeben werden. Dann seid ihr arm dran, wenn ihr das tut. Ja. Was wollte ich denn noch sagen? Ah ja, genau. Zurückkommen wir eben mit den Autos, die wir unten geparkt haben. Einer war so nett, der ist mit dem Auto hier hingefahren, hat seinen großen Rucksack hier im Auto deponiert und unseren riesen Kochtopf und ist dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Start und ist dann entsprechend jetzt mit uns dann wieder hergewandert und deshalb hat er jetzt ein Auto hier. Und der zweite, der war ein bisschen krank und ist direkt hierher gefahren mit dem Auto. Und das heißt, wir haben jetzt zwei Autos, mit denen wir zurück zu unseren Autos fahren können. Und dann kann jemand mit den Autos, die da dann sind, wieder hierher fahren. Beziehungsweise mit einem Auto davon. Und jemand hat auch einen Sprinter, der Marco, ganz toll. Und da passen noch jede Menge Leute rein. Mit Ladefläche, da können wir noch die Rucksäcke draufschmeißen. Dann sind wir alle wieder am Start und können alle nach Hause fahren. Ich glaube, wir sind alle mit Kfz da. Gut, das ist jetzt nicht sehr umweltfreundlich, aber ja auch am Arsch der Welt. Das ist nicht so einfach, hier hinzukommen. Die meisten von uns hatten ja auch keine lange Anreise. Und die eine lange Anreise hatten, da kann ich dann auch verstehen, dass die nicht öffentliche Verkehrsmittel nehmen wollten, weil es doch dann ein größeres Stückchen zu fahren ist. Einer unser österreichischer Kollege kommt ja, wie der schon vermuten lässt, ne, aus bisschen nördlich von Wien. Puh, der fährt noch eine Weile heute Abend. Bis heute Nacht. Uiuiuiui. Und ist, glaube ich, um 2 ist er, glaube ich, losgefahren. Nachts. Gut. Aber ich packe jetzt mal zusammen und dann sehen wir weiter.
die gute Baumarktplane. Ja, ich wollte es mal testen. Das ist auch das Modell Bauhaus. Ich habe es vom Raiffeisen. Ah. Raiffeisenmarkt. Okay. Das ist so eine bisschen verstärkte. Ja. Die sieht so ähnlich aus wie meine, deshalb, weil meine ist Modell Bauhaus. Also es kann durchaus sein, dass sie vom selben Hersteller kommen. Ja. Und ein bisschen robuster, glaube ich, so mit den Ösen. Ja, ja, ja. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich habe das hier noch probiert mit den, das hatte ich irgendwann mal wunder mit den, wie heißen sie, den Expandern hier. Dann kann man es dann immer noch ein bisschen nachspannen, wenn es windet. Na, Ben. Jo. Hier will mal der Geschenk rausborgen. Welches Geschenk? Das, was du kriegst, hast du den Schleifer? Ja. Klar. Muss ich schon wieder ein brauchbares Ergebnis hier kriegen. Muss ich nur finden. Bitte schön. Okay. Du drüber ziehen wir das kurz. Ja, ja, ja. Mit dieser scharfkantigen Kante halt. Aha. Und gar nicht mit viel Druck. Und weil du Wände viel drückst, geht es wahrscheinlich schneller. Der 1055 ist ja gar nicht so hart. Ui, den Hinkel holt mich aber schon schwer. Bitte? Du bist den jetzt filmen, oder? Ich filme, ja. Achso, so, dann geh ich wieder. Also, mach doch nichts. So, es herrscht Aufbruchstimmung. Mülltüten werden noch an Rücksäcken befestigt. Dann stehen noch ein paar Leute unqualifiziert im Wald. Jawohl. Und der Stein liegt jetzt noch im Feuer und du nimmst ihn nicht wieder mit. Nein, ich bin jetzt da. Ich habe ihn extra für den nächsten Mittwoch. Das ist natürlich ein Argument. Okay. Ja, ja. Und dann gehen wir jetzt gleich da lang. Ne? Ich hab ihn verliebt, ne? Der war Luft, der war. Die war nicht so laut, ne? Panzerflucht. Was war das? Zwei Türen haben gemacht, damit es das war so geheim, die Mission, dass wir immer direkt verstecken. Die Meute. Der war ja immer weiter. So. Jetzt hab ich bestimmt irgendwie über den Haufen gelaufen, aus Versehen.